Und jetzt kommt der zweite. Und er sagt, hört gut zu. Allahumma kanat li bintu am. Oh Allah, ich hatte eine Cousine väterlicherseits. Kanat ahabba an-nas ilayya. Ich habe sie über alles geliebt. Über alles. Fa'aradtuha an nafsiha. Und ich wollte sie gegen ihren Willen haben, irgendwie, egal wie. Ich habe sie geliebt, ich war egoistisch gewesen. Ich wollte sie haben, sie wollte mich nicht, aber ich wollte auf jeden Fall in irgendeiner Weise diese Frau haben. Ob im Halal oder im Haram, ist mir völlig egal, Hauptsache ich bekomme sie. Famtana'at minni, aber sie wollte nicht. Schon gar nicht im Haram. Aber was geschah jetzt? Hatta alammat biha sanatun min as-sinin. Aber es kam dann zu einem Jahr der Dürre, wo sie nichts mehr hatte. Sie hatte gar nichts mehr gehabt. Sie hatte kein Geld mehr gehabt. Sie konnte sich nichts mehr zu essen kaufen. Faja'atni fa'ataytuha 20 wa 100 dinar 'ala an tukhalliya bayni wa bayn nafsiha. Ich gab ihr oder ich bot ihr 120 Dinar an Goldstücke an. Wenn sie bereit ist, mit mir Zina zu machen. Jetzt kommt dieser Moment. Sie konnte nicht mehr, sie wurde schwach. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Und sie hat zugestimmt. Aber sie hatte noch eine Hoffnung gehabt. Sie war eigentlich gottesfürchtig, aber sie wurde schwach in diesem Moment. Und manchmal kann der Faqr zum Kufr führen. Manchmal kann die Armut zum Kufr führen. Sie wurde schwach, sie wusste nicht mehr, was sie tun solle. Es war ihr einziger Ausweg gewesen. Und sie stimmte zu. Und jetzt, als er vor ihr stand und sie allein gewesen waren, verfa'alat hatta idha qadirtu alayha, als ich dann die Möglichkeit hatte, mit ihr das zu machen, was ich tun wollte, qalat, sagte sie, la uhillu laka an tafudda al-khatama illa bihaqqih. Ich erlaube dir nicht, den Khatam, das heißt meine Jungfräulichkeit, ja, meine Jungfräulichkeit zu beenden, außer im Recht, das heißt mit einer Ehe. Und wenn ich damit einverstanden bin und zustimme, la uhillu laka an tafudda al-khatama illa bihaqqih, fataharrajtu min al-wuqu'i alayha. Und in diesem Moment konnte ich nicht. Es ging einfach nicht. Sie hat mich erinnert an Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hat mir aufgezeigt, dass wir nicht allein sind. In einigen Versionen heißt es, glaube ich, auch, dass sie gesagt hat, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. La tafudda al-khatama illa bihaqqi. Sie erinnerte mich an Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er, fansaraftu anha. Und dann ging ich von ihr. Und ließ von ihr ab. وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ. Und sie ist immer noch der Mensch, den ich am meisten liebe. Und jetzt ist ganz wichtig. وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا. Und ich hinterließ ihr das gesamte Gold. Er hatte jetzt die Möglichkeit gehabt, das zu tun, was er tun wollte. Sie war theoretisch in seiner Macht gewesen. Er hat alles, worauf er hingearbeitet hat. In einigen Versionen heißt es, der Überlieferung, ich habe gearbeitet, bis ich das Geld zusammen hatte. Also er hat auch nicht das Geld so beiseite gehabt, sondern er musste erst einmal arbeiten, sich anstrengen, um sein Ziel zu erreichen. Und jetzt ist er vor ihr. Und sie erinnert ihn an Allah subhanahu wa ta'ala. Und er lässt sich ermahnen und erinnern. Und er lässt von ihr ab und er gibt ihr das ganze Geld. Und er liebt sie noch immer mehr als alles andere auf dieser Welt. Boah, was für eine Prüfung. Was für eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das ist Taqwa. Wallahi, das ist Taqwa. Das ist der Grund, warum Allah ta'ala Menschen erhöht. Das ist der Grund, warum wir heutzutage Surat Yusuf lesen. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Und sie empfand gegenüber ihm Zuneigung. Er empfand Zuneigung ihr gegenüber, die Imra'atul Aziz, die Frau von ihm Al-Aziz, seine eigene Herrin. Aber er sah dann was? Den Beweis seines Herrn, der erinnerte an Allah subhanahu wa ta'ala.
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. So, damit wir von ihm das Schlechte und das Schändliche abwehren. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Er gehört zu unseren auserwählten Dienern. Das ist die Taqwa. Dass ich in solch einem Moment mich erinnern lasse an Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns, meine lieben Geschwister, kann schwach werden. Aber die Taqwa ist, dass wenn ich erinnert werde, ich sofort aufwache. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, wenn eine Schar der Satane sie befällt, erinnern sie sich plötzlich und sie können wieder sehen. Das ist ein Taqi. Und da wollen wir hin. Wenn ich bereit bin, in solch einer Situation auf etwas zu verzichten für Allah, dann wird mir Allah immer einen Ausgleich geben. إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ. Du unterlässt nichts für Allah, إِلَّا وَأَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ. Außer, dass Allah dir als Ausgleich dafür etwas gibt, was besser für dich ist. Und er hat verzichtet für Allah. Und Allah Ta'ala, er hat ihnen als Ausgleich etwas gegeben, nämlich er hat sein Leben und das seiner beiden Gefährten gerettet. Und er sagte, Allahumma, in kuntu fa'altu thalika ibtira'a wajhik. O Allah, sollte ich dies nur für dein Antlitz getan haben, fafruj anna ma nahnu fihi, so gib uns einen Ausweg aus unserer Situation, fanfarajat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una khuruja minha. Und sie ist noch ein bisschen zur Seite gerollt, die Zachra, der Felsbrocken, aber sie konnten noch nicht hinaus. Ja, Salam, was für eine Taqwa, was für eine Gottesfurcht. Allahu Akbar. Das ist unglaublich, oder? Die Geschichten, wie lehrreich sie sind, die uns der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erzählt. Und wie sehr wir auf sie angewiesen sind. Heutzutage, ja, ich habe die Möglichkeit, dass ich Kontakt zu einem Mädchen aufbaue. Auf uns so einfach geworden, ja. Über WhatsApp, über Messenger. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, ja, dass ich Kontakt zu einem Mädchen aufbaue. Und dann merke ich, was habe ich getan? Und ich lasse davon ab. Umgekehrt auch ein Mädchen. Ja, ich lasse dann davon ab, weil ich erinnert werde an Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das, was wir brauchen. Dass wir Allah fürchten im Geheimen, wo uns niemand sieht. Und was ist, wenn wir das tun? Allah ta'ala, er wird uns am jüngsten Tag in seinen Schatten stehen lassen. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die sieben Personengruppen, die im Schatten Allahs stehen werden? Er sagt, وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ. Und ein Mann, der verführt wird von einer Frau von hohem Ansehen und groß, gewaltiger Schönheit. Und er daraufhin sagt, إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Ich fürchte Allah. Er wird am jüngsten Tag im Schatten Allahs stehen.